Hallo Freunde auf meinem Kanal Donny Danger Racing Team. Heute mache ich mal Werbung in eigener Sache, und zwar soll es heute ums Keramikbeschichten gehen von in dem Fall einer Auspuffanlage für einen Zweitakter. Die Keramikbeschichtung ist in dem Fall schwarz, es sind mehrere Farben, habe ich zur Verfügung. Die Keramikbeschichtung hält bis 1100 Grad zuverlässig, die ist chemikalienbeständig, ist ziemlich abriebstark, natürlich unzerstörbar, ist keine Beschichtung, das muss man immer wieder dazu sagen, allerdings im hitzebeständigen Bereich das stärkste, was es auf dem Markt gibt. Die Beschichtung ist absolut farbstabil, auch wenn der Krümmer, gut beim Zweitakter da nicht, aber wenn der Krümmer auch glühen sollte, unter der Beschichtung ist die Keramikbeschichtung nach wie vor farbstabil und bleibt schwarz. Ich habe mehrere verfügbare Farben, da gerne mal auf meine Internetseiten vorbeischauen und Anfragen auch über meine Internetseiten gerne mal vorbeischauen. Ich verlinke das Ganze unten in der Videobeschreibung. So, der erste Schritt wird jetzt sein, das Bauteil zu strahlen. Dafür nehmen wir einen Korund mit einer gewissen Körnung. Die habe ich mir ausgetüftelt und habe damit die besten Ergebnisse erzielt. Die Korundkörnung, die bleibt natürlich geheim, ein bisschen ein Geschäftsgeheimnis muss ja nur sein. Und dann wird anschließend die Beschichtung aufgetragen. So machen wir jetzt den ganzen Krümmer. Ist ein bisschen schlecht zu filmen, weil ich brauche da beide Hände dazu. Und dann, wenn er gestrahlt ist, dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir das Teil in der Kabine hängen. Ganz wichtig ist jetzt, dass wir das nicht mehr mit bloßen Händen anfassen. Das heißt, es kommt aus der Strahlkabine raus, wird abgeblasen mit trockener und sauberer Druckluft. Das ist auch ganz wichtig. Ölfrei und wasserfreie Druckluft und dann nicht mehr anfassen. Jetzt können wir das aufspritzen. Ganz wichtig ist halt, da eine vernünftige Absaugung zu haben, weil das Zeug ist halt giftig ohne Ende. Das Ganze ist jetzt fertig beschichtet und das können wir jetzt in den Ofen hängen, um das Ganze auszuhärten. Das hängen wir jetzt in den Ofen und nach 20 Minuten haben die Lösungsmittel ausgedampft und dann konnte der Härteprozess an der Luft beginnen. Der dauert ca. 100 Stunden, also eine Woche, 5 Tage, also 5 Tage sowas. Und dann ist das Ganze versandfertig. Jetzt haben wir hier das fertig beschichtete Teil. Sieht man, also haben wir eine wunderbar schöne, gleichmäßige, homogene Oberfläche mit diesem seidigen Schwarz. Das ist also auch von der Oberfläche her nicht rau, sondern schön glatt. Ist also auch gut sauber zum Halten und ist auch sehr bewährt, auch bei meinem persönlichen Einsatz schon.
egal jetzt um was für Farbe das geht, wie an dem Titanblau auf der KTM oder in dem Bronze auf meiner GSX 1200 Inazuma. Das hält also jetzt schon mehrere Saisonen und problemlos jeden Waschgang überstanden. Und wie gesagt, hat eine wärmedämmende Eigenschaft, also wärmeisolierende Eigenschaft und korrosionsbeständig, temperaturbeständig bis 1100 Grad. Ja. Und natürlich optisch sehr ansprechend.